Ja, hallo zusammen. Ich begrüße euch mal wieder zu einer neuen Folge von OpenTX Weekly. Diesmal ist es eher ein Quick-Tipp als eine ganze Folge und es geht eigentlich auch nur um die Funktionsweise der Schaltmodule. Da gibt es noch so ein paar Besonderheiten, die sich in der Version 2.0 verstetigt haben, die es in der Version 1.0 noch nicht gab. Deswegen sind sie auch in der Beschreibung von der Version 1.0 noch nicht enthalten gewesen. Ja, und deswegen wollte ich die hier mal kurz vorstellen. Ja, Punkt Nummer 1 ist das sogenannte Auto-Reset von Schaltern. Wobei man da besser nicht Schalter sagen sollte, sondern Schaltfunktionen. Ihr seht gerade gleich auch, warum ich das betone. Das ist weniger was mit den Schaltern, also mit den physischen Schaltern hier oben, beispielsweise auf dem Deckel der Radio Master zu tun hat, wie SA, sondern es geht um die Schaltfunktionen, die wir dann hier in dem Widget haben, was ich jetzt gerade mal hier auf Fullscreen mache. Auto Reset, naja, wie der Name schon sagt, die Schaltfunktion wird automatisch zurückgeschaltet, wenn ich sie einmal eingeschaltet habe, und zwar nach einer voreingestellten Zeit. Also ich kann beispielsweise eine halbe Sekunde, eine ganze Sekunde oder 10 Sekunden oder auch nur 100 Millisekunden eine Schaltfunktion auslösen. Ich habe jetzt hier mal für die Radio Master das Nacht-Theme, das Night-Theme gewählt, damit man die gelben Rahmen hier um die Buttons besser sehen kann, um zu erkennen, was ist eingeschaltet und was ist ausgeschaltet. Also wir haben jetzt, ich habe jetzt eine ganz einfache Kollektion hier gemacht von drei Schaltfunktionen. Ich habe das mal Scheinwerfer 1, Scheinwerfer 2 und Scheinwerfer 3 genannt. Und ihr seht, bei Scheinwerfer 1 gibt es keinen physischen Schalter zugeordnet, bei Scheinwerfer 2 auch nicht. Und bei Scheinwerfer 3 ist es der SF, der dort zugeordnet ist. Das wäre der Zwei-Positionsschalter hier oben dann. Und das ist auch so konfiguriert, dass diese Schaltfunktion auch nur zwei Zustände hat. Das schauen wir uns auch gleich nochmal in der Konfigurationsdatei an. Aber zunächst einmal zum Effekt. Also wenn ich per Touch meinetwegen hier drauf gehe, bei Scheinwerfer 1, der Cursor blinkt schon, oder ich mache es bei Scheinwerfer 2, ich gehe auf die Blink 1 Position, die habe ich jetzt selektiert, allerdings ist sie noch nicht eingeschaltet. Dazu muss ich ja auf das Scrollrad drücken. Da drücke ich jetzt drauf und ihr achtet jetzt einfach mal darauf, dass der gelbe Rahmen dahin springt und auch wieder zurückspringt, wenn die Funktion automatisch wieder ausgeschaltet wird. Achtung, ich schalte jetzt ein und jetzt springt es automatisch wieder zurück. Oder ich gehe jetzt hier auf Blink 2 von der Schaltfunktion 1, von dem Scheinwerfer 1, da ist das Auto-Reset kürzer. Achtung, ich schalte jetzt ein. Das waren, glaube ich, jetzt nur 300 Millisekunden. Ja, das ist also eine ganz einfache Geschichte, sodass man also im Grunde genommen aus diesen Buttons, diesen Schaltflächen hier, Tastbuttons machen kann, die automatisch dann wieder in ihre Ausgangsposition zurückspringen. Das Kombinieren mit einem physischen Schalter ist zwar möglich, ich habe das hier bei SF gemacht, vielleicht nicht ganz so sinnvoll. Achtet mal jetzt drauf, was passiert, wenn ich den SF hier betätige. Das ist jetzt eigentlich klar. Ich schalte den SF ein. Dann war kurz hier unten der gelbe Rahmen zu sehen. Natürlich verbleibt der physische Schalter in seiner Position. Ich muss ihn also wieder zurücksetzen, dabei passiert nichts. Und dann kann ich ihn wieder schalten und dann kommt es zu diesem kurzfristigen Einschalten der Schaltfunktion. Das ist also so ähnlich, als hätten wir so einen Taster, wie also beispielsweise der Taster SH. Da haben wir aus dem SF dann praktisch einen Taster gemacht über die Einstellung hier unserer Software. Man könnte das Ganze mit dem Button-Widget noch verbinden, das habe ich jetzt hier mal nicht gemacht. Ich denke, das ist klar, das hatte ich ja auch schon mal im Video dargestellt, wie man dieses Schaltfunktions-Widget mit dem Button-Widget auch kombinieren kann.
Ja, was ich jetzt noch schuldig bin, ist, wie stellt man das dann ein in der Konfigurationsdatei? Naja, das ist relativ simpel. Also wir achten mal hier drauf. Wir haben diese drei Schaltfunktionen. Alle haben dieses Auto-Reset, allerdings mit unterschiedlicher Zeitspanne. Dann hole ich mal die Konfigurationsdatei. Jetzt muss ich mal gerade gucken, wie das Modell heißt. Das steht aber hier unten auch. Man kann es jetzt natürlich hier in dem Nacht-Theme schlecht lesen. Das ist die Datei a-reset.lua, die hier angewendet wird. a-reset.lua in den Models. Das Modell heißt also genauso. Ach, muss erstmal aus dem Fullscreen raus. Hier a-reset heißt das Modell. Deswegen wird die Konfigurationsdatei a-reset.lua dann auch verwendet. So, da befinde ich mich jetzt auf meiner SD-Karte im Top-Level-Verzeichnis der SD-Karte. Und da gehe ich hinein nach Edge Lua und dann gehe ich hier nach Models. Und in Models müsste es dann hier ein A-Reset geben. Jawohl, da ist es. Das schaue ich mir jetzt an. Da habe ich ja nur eine Seite mit drei Schaltfunktionen. Die Namen, die finde ich dann hier wieder, so wie wir sie eben gesehen haben auf dem Screen. Und wir haben keinen Schalter dort zugeordnet. Switch ist nil. Wir haben die Schaltfunktion 1 an dem Modul 1, ganz normal. Und dahinter steht jetzt etwas Neues. Auto-Reset gleich 30. 30 Einheiten soll das bedeuten. Eine Scheduling-Einheit ist bei EdgeTX 10 Millisekunden lang. Und deswegen muss das hier mit 10 Millisekunden praktisch multipliziert werden. Also aus 30 werden 300 Millisekunden, habe ich mal daneben als Kommentar geschrieben. Dann kann man sich das in diesem Beispiel auch mal angucken. Dieses Beispiel findet ihr ab heute oder ab gestern auch in meinem Lua-Repository von Edge Lua, wo alle diese Skripte drin sind. Ja, und dann haben wir hier das mit dem Auto-Reset für 1000 Millisekunden, also eine Sekunde. Und dann haben wir hier noch ein Auto-Reset für 50 Millisekunden, wobei wir natürlich auch hier den Switch zugeordnet hatten. Vielleicht habt ihr bemerkt, dass dieser SF, das ist ja nur ein Zwei-Position-Switch, der hat ja nur zwei Zustände. Und deswegen habe ich hier statt dieser String-Liste, die alle diese vier Zustände beinhaltet, oder eigentlich ist es eine Tabelle im Sprachgebrauch von Lua, statt dieser Tabelle habe ich, die hier G-States 1 heißt, habe ich jetzt eine lokale Tabelle hier verwendet, wo einfach nur diese beiden Strings für die beiden Schaltzustände ein und aus drin stehen. Also so geht es auch. Das andere spart ein bisschen Schreibarbeit. Aber man kann es auch direkt hier reinschreiben. Ihr könnt euch immer an den Beispieldateien orientieren, die in dieser gesamten Sammlung von Konfigurationsdateien dabei sind. Ja, das war dieses kleine Feature-Update für dieses Auto-Reset. Ich mache es nochmal ganz kurz für den Schalter für SW2. Da hatten wir jetzt eine Sekunde eingestellt. Ich schalte jetzt oder selektiere zunächst einmal Blink 2 und löse das jetzt aus. Und dann seht ihr, dass es dann wieder zurückspringt nach genau einer Sekunde. Gut, das war ein kleiner Feature-Update für die Schaltmodule. Bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.